Hallo meine Lieben, ich setze mich an ein neues Bild und ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Hier haben wir einmal die Katzenunterstützung, die ein bisschen nach hinten kommt. Hier haben wir einmal ein bisschen kuschelige Stimmung. Dann habe ich hier einmal Buntstifte, mit denen habe ich das letzte Mal ja schon gearbeitet, zum Schluss für die Details. Ich habe hier mein Kraftpapier. Ich habe mein Handy für die Pinterest-Vorlage. Feuerzeug brauche ich nicht mehr. Dann habe ich alle möglichen Alkoholmarker. Ich habe einmal so ein Uhuhu-Set. Die sind mir allerdings in der Regel zu feucht, also damit lassen sich keine Details machen. Es lassen sich aber gut Verblendungen machen oder große Flächen bearbeiten. Habt sowohl Spectrum Add Marker noch als auch Touch Twin Marker. Nicht zu verwechseln mit den billigen Touch New Markern. Meine Leuchtkartoffel ist auch mit am Start. Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Außer noch meinen Lieblingsbleistift. Das Bild, das ich heute malen möchte, ist dieses hier. Das findet ihr auch in meiner 50 Tiere malen Liste auf Pinterest. Und ich habe das schon mal einmal hier skizziert. Ich habe hier so einmal so eine Kaninchen-Hasenseite gemacht. Habe da eigentlich gemerkt, so ist nicht so mein Tier. Wobei das hier am meisten noch Spaß gemacht hat. Bei dem Hasen war einfach das Problem, ich lerne es einfach nicht. Ich habe, das hier war die Vorderseite, das war mein Fischentwurf. Und dann habe ich mal wieder auf die Rückseite gemalt. Und ich muss einfach lernen, auf der Rückseite dieses Sketchbuchs funktionieren einfach keine flüssigen oder wasserbasierten Farben, weil das halt die ganze Zeit irgendwie ist so komisch beschichtet, dass es halt ewig viele Schichten braucht, bis die Farbe drauf hält. Und ja, das ist dann halt echt ein Kampf. Und deswegen war diese Seite, zumindest dieses Kolorieren, halt ein Kampf. Und hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Auf der Vorderseite, ja, gar kein Thema, aber auf der Rückseite, oh je, oh je.
Und das hier ist nun mein fertiges Endergebnis. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich doch mich getraut habe, mich an den Hasen ranzusetzen. Ich wollte ihn eigentlich überspringen aus Angst zu versagen. Ja, diese Angst habe ich dann immer noch manchmal. Aber ich bin happy, dass ich es getan habe und auch das Motiv genommen habe, was ich mir gleich am Anfang überlegt habe, was ich gerne machen würde. Ich finde ihn sehr, sehr süß geworden. Er ist nicht perfekt und er ist ein bisschen anders geworden, als ich mir vorgestellt habe. Aber weitestgehend gefällt er mir und kommt jetzt in meine Sammlung, beziehungsweise dann ja auch irgendwann in meinen Shop, wo ihr alle 50 Tiere quasi im Originalbild erwerben könnt, wenn ihr das wollt, weil es gab da halt einige Anfragen. Aber jetzt bin ich erstmal super happy, dass ich es getan habe und ich finde es wieder erstaunlich, was dann am Schluss dann noch die Buntstifte bringen. Also das Markerbild war halt sehr, sehr flach. Ich finde es sehr schwierig, mit Markern feine Details zu machen, obwohl die Uhuhus diesmal auch ziemlich besser funktioniert haben. Vielleicht, weil ich die Grauen schon ein paar Mal verwendet habe, weil sie nicht mehr ganz so frisch sind. Aber trotzdem, ne, mit Buntstift bekommt man ein ganz anderes Detaillevel. Man bekommt auch eine ganz andere Textur nochmal hin. Ich schaue mal, dass ich das Ringlicht etwas verdunkle, damit man das auch im Detail ein bisschen besser vielleicht erkennen kann. Also es gibt einfach nochmal eine ganz andere Textur mit diesen Buntstiften. Aber wo ich ganz happy bin, dass es wirklich geklappt hat mit der Aufteilung auf dem Bild. Da habe ich nämlich immer noch mal so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der Komposition. Wir haben zwar hier oben ein bisschen mehr Platz als unten zum Bild, das kann man aber entweder zuschneiden, beziehungsweise ist das gar nicht schlimm. Ich fände es andersrum viel schlimmer, wenn hier oben weniger wäre und hier unten mehr. Und so finde ich es völlig in Ordnung und bin sehr, sehr happy damit. Und ich danke euch allen fürs Zusehen und vielleicht habt ihr noch Lust, in meine anderen Videos reinzuschauen. Tschüss! Ganz kurz als Ergänzung, das Bild hat sich nochmal etwas verändert, weil, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Bild dann noch versucht zu retten mit, hier sieht man vielleicht Brushpen-Details, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen eine Outline zu geben oder ein bisschen Definition. Das Problem ist, ich wollte dieses Bild fixieren mit einem Fixativ und in meinem Übermut habe ich einfach zu dem Fixativ gegriffen, was ich die ganze Zeit nehme, nämlich für Aquarellfarben. Ja, und dann war das meiste von den Alkoholmarkern verschwunden. Es war die Hälfte von den Buntstiften verschwunden. Und das Bild sah sehr, sehr flach und naja, aus, als hätte ich quasi gerade erst angefangen. Und ich habe dann ein bisschen versucht nachzuarbeiten mit Alkoholmarkern und mit Buntstiften, aber irgendwie wollte ich natürlich nicht nochmal die gleiche Zeit irgendwie reinstecken und ja, es war schwierig und deswegen habe ich dann mich irgendwann entschieden, eben mit diesem Brushpen nochmal außenrum zu gehen und hier so ein paar Details zu setzen. Und ich meine, ich mag es, also es gefällt mir gut, aber es war halt danach so ein, oh Gott, die ganze Arbeit umsonst. Sie war nicht ganz umsonst, aber ja, ich musste dann nochmal einiges nacharbeiten. Ja, und deswegen sieht es jetzt ein bisschen anders aus, als ihr es schon gesehen habt.